Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Zenith von Raf Camora in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Zenith von Raf Camora, das Ganze am 1. November erschienen. Die Box habe ich euch ja bereits vorgestellt und heute ist es an der Zeit für die Vinyl. Jawohl. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus. Als erstes machen wir mal die Folie ab und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an. So. Also, was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, es ist von der Optik her sehr ähnlich wie die Box designt, denn wir haben auch hier wieder den Raben und diesen blauen Kreis. Ansonsten haben wir hier alles wieder in dieser Weltalloptik. Allerdings, im Gegensatz zur Box, haben wir hier nicht diese Sternbilder aufgezeichnet. Also die Diskografie mit Hilfe dieser Sternbilder ist hier nicht verarbeitet. Es ist wirklich hier rein Weltall ohne Sternbilder. Auf der Seite lesen wir Raf Camora Zenith. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus, also auch hier wieder in Weltalloptik und hier unten haben wir noch die Beteiligten und einen Barcode. Gut, dann schauen wir mal hinein. Ah ja, okay. Gut, hier haben wir dann doch die Sternbilder mitverarbeitet. Also wir erinnern uns, auf der Box waren ja auch diese diversen Sternbilder, um die Diskografie zu veranschaulichen, wie zum Beispiel hier haben wir zwei Palmen und hier lesen wir dann Palmen aus Plastik 2. Oder Therapie vor dem Album, Hardcore, also wirklich alles, was Raf jemals so gebracht hat an Mixtapes, an Alben, an Kollabos und. All das kann man hier mit Hilfe dieser Sternbilder entsprechend nachlesen. Dann haben wir unten die Tracklist A, B, C und D. Bedeutet, wir haben hier eine Doppelvinyl mit je 8 Tracks. Und dann haben wir hier unten rechts noch die Infos zum Album. Wer hat da mitgewirkt? Jawohl. Gut, dann schauen wir mal in die erste Tasche. Wir haben hier eine Stecktasche mit einer schwarzen Papierhülle. Und auf der rechten Seite haben wir dann auch noch eine Vinyl. Und ansonsten, nein, hier ist nichts weiter dabei. So. Dann schauen wir uns das mal an. Wir beginnen natürlich mit Vinyl Nummer 1. Ist in diesem Fall diese hier. Also, das ist dann die A-Seite. In schwarz gehalten, ganz klassisch. Und in der Mitte dann wieder hier die Sternen- und Weltraumoptik. Hier haben wir die ersten 4 Tracks des Albums aufgelistet. Zenith kreiert, Vendetta und Adriana. Das Ganze setzt sich dann hier fort. Auf der B-Seite weitere 4 Tracks. Hier haben wir dann auch die ersten Features mit angeführt. Bones MC und Ghetto Phänomen aus Marseille. So, dann packen wir diese Vinyl mal wieder zurück in die Hülle. Und kommen zur zweiten Vinyl. Das ist dann diese hier, ebenfalls wieder in einer schwarzen Papierhülle. Und auch die Vinyl klassisch in schwarz. Wir haben hier auch wieder 4 Tracks, in diesem Fall dann auf der C-Seite. Ein Feature von Gaio Nero. Und dann haben wir noch die D-Seite, auch wieder mit 4 Tracks. Und hier nochmals ein Feature von Bones MC. Jawohl, das war's soweit. Es ist das 6. Soloalbum von Raf Camora. Und diese Vinyl Edition beinhaltet einmal, zweimal die jeweilige Vinyl, A, B, C und D-Seite mit insgesamt 16 Tracks. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition Zenith von Raf Camora. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Raf Camora unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.